unser Bezirksamt nicht denkt, wir sind schon eingeschlafen. Aber wir sind nach wie vor hier rege und der Anteil dieser Leute, der vielen Menschen beeindruckt uns und ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Mit unserer Aktion haben wir uns ein bisschen schwer getan. Wir sind richtig blauäugig hier in die Stille Straße gekommen. Wir haben gedacht, innerhalb von 8 Tagen ist diese Aktion erledigt. Und der Bezirk wird sagen, naja, lass es drinnen, die Alten. Aber die haben also uns bis heute hingehalten. Und ich denke mal, das war also trotz alledem, wenn wir auch noch nicht gewonnen haben, schon viel erreicht haben. Wir haben Solidarität aus allen Kreisen, aus allen Bezirken Berlins, aus der BRD, aus dem Ausland bekommen. Mehr können wir eigentlich gar nicht erwarten. Und auch dort alle unseren Dank dafür. Und jeder sagt uns, ihr habt schon so viel. Und in den letzten Tagen kommen auch sehr viele Leute, denen es genauso geht, die auch vor der Schließung stehen. Gestern war zum Beispiel eine Seniorenvertreterin von der Mitte hier. Die ist also eine der regelsten gegenüber unserer Seniorenvertretung. Also die bemüht sich für ihre Senioren in Stadtmitte, da kann man bloß neidisch werden. Wir haben also in dieser Zeit viel Höhen und Tiefen erlebt. Wir haben uns manchmal gefreut, manchmal waren wir wieder traurig. Wir mussten uns erst zusammenschweißen, wir wussten also nicht, wie wir das regeln sollen. Wir hatten Gott sei Dank 3 Leute, die uns beraten haben, die also dafür gesorgt haben, dass wir auch in die Presse kamen, dass wir in die Öffentlichkeit kamen. Und allen 3, die hier so tatkräftig die ganze Zeit mit uns gekämpft haben, danken wir auch trotzdem herzlichst. Und sie sind immer noch an unserer Seite. Und heute hat sich sogar unser junger Mann als Bedienstkraft sind die Auswirkungen vom Kampf. Hat sich als Bedienungskraft hier dargestellt. Und auch Enrico, danke dir, dass du heute so tapfer damit gehalten hast. Also, wie gesagt, geht aus der Bevölkerung erhalten, die uns sprachlos gemacht haben, manchmal auch zu Tränen gerührt haben, wo wir wussten, der eine oder andere, der hat sich sehr viel vom Mund abgespart und ist hierher gekommen. Alle, die auch sich hier eingebracht haben, nicht nur die Leute, die Tag und Nacht hier waren, wir haben ja viel Unterstützung von unseren Gruppen gehabt, die haben übernachtet, haben in der Küche geholfen oder auch sauber gemacht. Auch all denen gilt unser Dank. Und ich möchte mich also in dem Falle bei allen bedanken, die sich hier eingefunden haben oder eingebracht haben, besser gesagt. Zu unserem heutigen 100. Tag der Besetzung haben wir eine ganze Reihe von Gästen, die uns nicht persönlich sehr erfreuen und die mit uns auch alle ein Stückchen Strecke schon mitgegangen sind. Unter anderem den Herrn Peter Bause mit seiner Frau Helena Wittner erfreut. Weiterhin ist der Ernst-Georg Schwill vom Tatort Berlin hier. Hat es auch zugesagt, sie wird aber zu einem späteren Zeitpunkt zustoßen, die ist noch unterwegs, sie kommt von irgendeiner Reise und ich denke, da werden wir genauso glücklich sein, wenn sie da ist. Sie hat sich von Anfang an mit uns solidarisiert und sie hat auch zu uns gesagt, zur Not lässt sie sich auch mit uns aus dem Haus raustragen, wenn die Polizei kommt. Applaus
Apropos was Polizei, ich habe eben gerade erfahren, die Polizei ist ein Freund und Helfer. Wir dürfen sogar hier. Das wurde ihm, den haben gefragt, wollen Sie etwa in die stille Straße? Ja, dann dürfen Sie heute rechts parken. Also wir haben, wenn man im Bezirk noch nicht, aber bei der Polizei haben wir also, denke ich mal, schon ein bisschen gekonnt. Ich weiß nicht, ob die Vertreter da sind. Jetzt sehe ich sie. Frau Pau ist zum Beispiel auch gekommen. Ich begrüße Sie, Frau Pau. Schönen Dank für Ihr Kommen. Leute vom Kurt-Lade-Club hatten zugesagt. Ich weiß nicht, ob die da sind. Aber wenn nicht, dann kommen sie noch sicherlich. Und dann hat sich der Jugendclub aus Köpenick, ABC Rock, angemeldet, der ja in nächster Zeit das gleiche Schicksal erleiden soll wie wir auch. Und als zweite grüßen wir den Stefan Liebig von der oder als Mitglied der Fraktion der Linken im Bundestag. Wir begrüßen den Udo Wolf von der Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin. Der hat also Solidarität mit uns geübt, der hat für uns hier gekocht. Wunderbar, es hat alles wunderbar geschmeckt. Also es haben sich viele eingebracht, auch weitere Vertreter vom Abgeordnetenhaus. Und wir haben einen Vertreter oder zwei, ich weiß es nicht, Vertreter der Piratenpartei von Reinickendorf. Die haben als erstes eigentlich sich solidarisiert mit uns, obwohl unsere Pankower ständig uns Steine in den Weg geworfen haben und immer ja, dagegen waren, dass wir also, letztens haben sie gesagt, wir sollten doch in irgendein Heim gehen, haben so eine Vorstellung. Also ich denke mal, wir haben illustre Gäste hier, wir freuen uns alle. Wer also, es gibt Kaffee und Kuchen, wer möchte, sind Getränke da, bedient euch bitte. Wir haben auch genug Kräfte, die uns helfen. Also ich denke mal, es ist reichlich, also im Rahmen unserer Mittel ist es reichlich da. Und wenn es nicht da ist, verzeiht uns bitte. Es hat sich angesagt, jetzt muss ich lesen, Direktorin der Kunsthochschule Weißensee. Sie ist Gründungsmitglied der Initiative Stadt Neudenken. Und sie hat sich spontan, als sie von unserem Treffen wusste, spontan gesagt, da komme ich hin, da rede ich ein bisschen und ich übergebe ihr mal das Mikrofon. Also das ist die Rektorin Leonie Baumann aus Weißensee. Wenn der Enrico mich jetzt hört, dann sagen wir einfach mal aus dem Dorf weg.